Aber andererseits... steht da ja Plasmakanzler General überholt. So, nehmen wir den jetzt einfach mal, wa? Ach so, das ist der alte Plasma-Cutter. Aha. Das ist mein jetziger. Nee, das ist der alte. Und das ist der neue gewesen. Das Ding lädt so nach. Und der alte... auch, okay. Jetzt ist die Frage, machen aber beide gleich viel Damage, oder? Hm. Okay, kein Plan, was das Ding jetzt soll, aber... wahrscheinlich einfach nur, damit man den Nostalgic-Flair hat oder so ein Scheiß. Da würde ich mal sagen, nehmen wir den alten, wa? Und speichern erstmal ein Rundchen. So. Da geht's lang. Eintritt Vakuum. Ah. Das gute alte dumpfe Vakuum. Cool ist das Wasser. Nice. Warum greift mich denn hier nichts an? Willkommen im Ambulanzflügel der Titanstation. Aufgrund des Evakuierungsbefehls werden derzeit keine Dienste angeboten. Alle Ärzte und Mitarbeiter sind angewiesen, sich sofort bei dem ihnen zugewiesenen Evakuierungsschiff zu melden. Cool. Ah, man kann auch mit Mausrad rauf und runter, kann man die Waffe wechseln. War es jetzt schon endlich, ne? Fuck. Alter Scheiß, die Wand dann. Was? Das ist ja wohl ein Scherz. Wo muss ich den denn angreifen? Alter, das ist ja wohl ein Witz! Ah! Mama! Ah, der ist so schnell! Alter! Das gibt's doch überhaupt nicht! Alter! Wieder keine Chance mehr! Alter, scheiß die Wand dann, ey! Ist der fix unterwegs? So, jetzt hab ich dich, du Penner. Wieso kann ich zum verkackten Mal nur zweimal Stase nutzen? Oh, ich bin nicht mehr so schnell. Alter! Oh Gott! Alter, das ist ja wohl echt ein Witz! Alter! Himmel, das Ding war mächtig sauer. Boah! Trainer, ich bin jetzt außerhalb des Krankenhauses.
Die Bahnstation ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie. Ich will noch mehr Antworten. Wie lange bin ich schon hier? 3 Jahre. Tideman fand sie in der Nähe von Aegis 7 durch das All treibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wach sind, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tideman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie können das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich. Cool, ich bin 3 Jahre durchs All getrieben. Alter, hat der mich gerade erschrocken, dass der nochmal gezuckt hat. Alter, das Spiel ist ja noch behinderter als der erste Teil. Gibt's denn irgendwas zum Einsammeln? Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Meine Luzi, ey. Arschgesicht, ey. So. Ach, ich hätte ja noch mit den Dingern hier beschießen können, wa? Naja, auch nicht wirklich. Mein Gott, was war das kranker Scheiß, ey. Ohne Scheiß, das Spiel ist super geil, aber echt so krank. So übelst panisch und scheiße. Das ist der absolute Oberknaller. Mann. Wie kann man nur ein Spiel entwickeln, was einem so psychisch fertig macht, ey. Ah, jetzt kann ich auch. Lol, wie geil ist das denn? Speicherstation, Aufgabe, Shop, Workbench, Speicherstation. Cool. Finde ich ziemlich nice. Och nee. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Lüftungsschächte. Och Mann, ich will nicht um die Ecke gucken. Jetzt ist da einer. Pass auf. Wenn ich mich jetzt umdrehe. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Okay, nicht. Alter. Hier spricht Sorensen von der CEC. Trennt Ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Pungewehr. Plasma-Energie. Was kostet die wieder? 1200 Euro. Das ist ja okay. Das Harpunengewehr. Pneumatischer Speerwerfer mit elektrischer Aufladung. Um einen Speer abzuführen. Aufspießgefahr. Drücke Leertaste, um den letzten abgefeuerten Speer mit Elektrizität aufzuladen. Also man hat mir ja gesagt, das Ding soll ziemlich geil sein. Aber wenn ich doch hier die Strahlenkanone habe, dann brauche ich doch meine eigene nicht. Der macht doch nicht mehr Damage, oder? Und der nimmt mir doch nur einen Platz im Inventar weg. Welchen verkaufe ich denn jetzt? Ach, das ist... Oh, ich bin so ein dummes Stück Scheiße, weil das ist die Strahlenkanone. Meine Güte! Hartwig, ey! So. Aber die Strahlenkanone, die brauchten wir eigentlich auch. Aber ich habe so wenig Credits. Aber ich habe ja noch so eine Platine gekriegt hier, wa? Klar, die verticken wir doch. So.
Ach komm, hau das Ding weg. Brauche ich nicht. Ich kann mir den ja sonst wieder kaufen. Ich habe gehört, das Harpunengewehr soll sehr geil sein. Kaufen wir uns das doch mal. Ich will jetzt keine Munition verschwenden. Ich habe nur 5 Schuss mit dem Ding. Gibt es hier sonst noch irgendwas Cooles? Eine Workbench, das ist doch toll. So. Was ist denn Spezial? Da unten. Spezial? Was? Setzt das Ziel nach einem Treffer in Brand? Ist das denn? Ah, hier gibt's auch Spezial. Erwartet dein Sekundärfeuer um einen Explosionseffekt. Ja. Wollen wir erstmal das Harpunengewehr mit dem Schaden aufrüsten, ne? Klar, machen wir doch. Ja, Trefferpunkte. Jeden Fall. Und das Stasi-Modul, die Dauer erhöhen. Jetzt habe ich natürlich zwar keins mehr für verschlossene Türen, das war jetzt ein bisschen blöd, aber ich denke mal, die kommen jetzt bestimmt sowieso nicht. Deswegen machen wir erstmal weiter. Cool, da gibt es noch Leute, die leben, oder was? Okay, das Harpunengewehr ist ja wohl mal geiler Scheiß. Aber ich habe nicht mehr, wirklich viel Munition für das Viech. Plünderer werden sofort erschossen. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierungsroute. Nice, Harpunengewehrspitzen. Achtung! Hier spricht Direktor Tightman. Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Kriegsrecht. Geil. Alle Bürger haben die Station zu räumen. Plünderer werden sofort erschossen. Energiesperre aktiviert! Miam, 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 ja, ja, klar. Dafür haben wir gerade unseren Energieknoten auf den Kopf gehauen, ey. Mann, das ist doch jetzt scheiße, ey. Ich dachte, das kommt jetzt noch nicht. Ich bin so scheiße, ey. Mann! Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt nicht mal schnell einen kriegen. Dann laufen wir eben schnell zurück. Wir wissen, was da drin ist. Alter, geht hier die Post ab, ey. Oh, nice. Oh Gott! Lol. Ja, war ein Abflug. Lol. Alter, wie viel zieht mir bitte das Sekundärfeuer ab? Energieknoten, sehr gut. Lol. Das leuchtet. Frage ist, warum leuchtet das denn? Damit ich das halt wiederfinde, um das aufzusammeln? Weil das ist auch eine Harpune und der leuchtet nicht. Da schließt sich mir noch nicht so ganz der Sinn. Oh, geil. In die Wand rein. Mama!